Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships mit mir JY ohne PDVD. Der hat sich lange nicht mehr gemeldet. Er hat gerade nicht so viel Bock, also stimme ich das hier alleine. Das wollte ich sagen, genau. Ich bin hier mit meiner New Mexico in einem Tier 765 Matchup gelandet. Wobei hier ist hier im Gegnerteam 4 Tier 7er, unter anderem eine Hand zu Haar. Ich nicht schön finde, gibt aber auch viele Schlachtschiffe und beim Gegner sogar ein Tier 4 Schlachtschiff, was sich mit einer Division mit zwei Tier 5ern hier rein verirrt hat. Ah, Gefecht startet. Kleine Grafikbugs. Ich schau mal, welche Punkte. Ich hoffe, das ist so richtig geschrieben. Nee, das ist nicht. Okay. So, wir fahren dann erstmal Richtung AB. Ich hoffe, die New Mexico kriegt die Kurve um diese Insel da. Ich habe das Ruder schon mit dem Skill verbessert. Ohne diesen Skill ist sie fast unspielbar. Okay, verstanden. So, ich drücke immer die falsche F-Taste. Das ist ja F5 und nicht F4. Wenn ihr wissen wollt, wie man das macht, mit den verschiedenen Texten da unten senden, einfach hier auf M gehen. Da habt ihr ein Menü mit allen also mit allen Sachen, die ihr auswählen könnt. Zum Beispiel Silbenen, F3, da müsst ihr einfach was draufklicken und dann kriegen alle eine Meldung, dass sie das Feuer drauf konzentrieren sollen. Dieses erklärt sich, alles andere erklärt sich von selbst. So. Ich habe da nicht so hohe Grafikeinstellung. Das wird sich über die Hälfte des nächsten Jahres verbessern, weil ich da einen neuen PC kaufen werde. Sehr wahrscheinlich, ich weiß es aber noch nicht. Aber nun gut. Ist ja jetzt auch egal. Ich spiele jetzt WoWs. In Nürnberg da hinten. Komme ich nicht ran. Da eine Atlanta. Autsch, ich hasse diese Dinger. Jedenfalls, wenn ich gegen sie spiele. Ich selbst habe sie leider nicht. Und werde sie in der Zukunft auch nicht besitzen werden. Okay, meine Nürnberg. Bitte komm, Reichweite. Bitte, 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 bitte. Ich wurde jetzt auch entdeckt. Granaten sind raus. Oder nicht entdeckt. Mal verfolgt. Das Gegner heißt Z und relativ gut. Nicht rein. Sagte ich gerade, es geht nicht rein. Zwei Zitadellen an der Nürnberg auf 80 Kilometer gedrückt. Kaum starte ich die Aufgabe, habe ich anscheinend nur noch Glück. Jedenfalls, sonst passiert sowas nie. Auch wirklich nie. Dann wenden wir uns jetzt mal der Atlanta zu. Ich darf jetzt auch noch mal kassieren. Fährt relativ langsam. Also ich muss nicht weit vorhalten. Granaten kommen. Und 2100, naja, geht besser. Aber das mit dieser Nürnberg da, boah, das war echt ein Glückstreffer. Sehr viel Glück. Jetzt Gneisenau, nächstes Ziel. Next Target. Und dann werden wir mal die Kurve machen. Und Gneisenau kommen. Geht auch in die Gneisenau rein und zwei Overpanels. Der typische 2100er Hit. Aber ist ja jetzt auch egal. Atlanta ist auch nicht mehr viel dran. Scheint festgefahren. Ist auch sehr schlau. Die jetzt nicht alle in den Gneisenau gehen. Der hat Torpedos. Gneisenau. Kreuzer. Okay. Oh. Ernsthaft. Okay, da hat irgendjemand gerammt. Da habe ich zerstört. Nicht viel Glück. Okay, die Königsberg hat anscheinend noch wenig Leben. Gleich nicht mehr so schön. Und in New York. Da ist eine Gneisenau, eine Kinder.
rum. Deswegen feuere ich jetzt auf den Kaiser. T6er und T4er. Und Schütze. Schuss rein. Ja. Und 9050. Was ist mit meiner New Mexico? Nee. Habe ich nicht so gemeint. Zwei. Drei. Zwei. Eins. Und. Und relativ nah. Ja, jetzt wird sie natürlich unsicher zerstört und da hinten taucht die Atlanta auf. Ich kenn's doch. So, Kaiser hat nichts gezogen. So, Hatsuharu ist down. Nein. Warum? Das ist unfair. Unfair. Protestiere gegen dieses Spiel. Nee, tue ich eigentlich nicht. Ich find's geil. Super geil. Und jetzt in New York. Große Entfernung. Was macht sie? Und Schütze? Schosse meine ich? Wow. Kein Schaden. Ein bisschen. Ich wollte nur ein ganz bisschen Schaden. Okay, bei uns steht es gerade ein bisschen so, dass wir nicht führen. Sagen wir es so. Aber ich habe voll Leben. Nee, ich habe schon fast 1000 verloren. Ich weiß nicht, woher und weswegen. Aber muss ich jetzt eben so hinnehmen. Okay. Ich bin fast wieder in Fahrt. Schön immer sinnloses Zeug labern, was sowieso jeder sieht oder weiß. Bitte Nürnberg, ich sterbe. Ich sterbe. Was denn? Ich noch schön Nürnberg liegt immer noch, die ich da so weggeratzt habe. Weggeblablablat habe. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Jetzt hindrehen. Ich brauche keinen Nebel. Ich bin stark. Und ich mache 6-9 Schaden. Das ist gut. Schönes Ergebnis. Futaka gegen York. Das könnte böse enden. Für unsere Futaka. Außer Torpedos ready. Dann kann es gut sein. Ich kann ihr leider gerade nicht helfen, weil sie sich dahinter versteckt. Aber gleich nicht mehr. Und auch immer noch. Was, wie ist dir da rumgekommen? Brauche mich nicht zu interessieren. Okay, ich fahre jetzt weiter. Diese Jagd davor kommt, bin ich schon Jahrzehnte gealtert. Deswegen schön in New York auf 12 Kilometer, schöne Distanz. Salve raus, Salve fliegt, Salve trifft auch und 19.000 Schaden. Was ist heute bei der New Mexico los? Ich habe nur ein paar Fahnen, die eigentlich nichts am Schießfeld stellen sollen. Ändern soll. Dadurch habe ich euch direkt beim ersten Versuch ein passables Gameplay geliefert. New York. Hat jetzt nochmal ein bisschen kassiert. Schon wenig gekillt. Wohl lohnt sich das noch? Oh, falsche Taste, aber. Egal. So, Schüsse kommen. Und. Oh mein Gott. So, New York ist da eben wieder aufgeploppt. Das heißt, da musste ich kurz aufpassen. Da kämpft Bayern gegen etwas Gegnerisches. So, mein Aufklärer ist immer noch da. Ja, Kongo. Jetzt wird die New York auf jeden Fall wieder aufgehen. Sag ich doch. Und nochmal Zitadellentreffer.
habe heute. Ah, die York will nicht. Will nicht getötet werden. Finde ich sehr schade. Deswegen gehen wir jetzt nochmal auf die Kaiser. 5, 4, 3, 2, 1. Schnell. Feuer. Und die York da. So, versteckt sich hinter einer Insel. Und 3, 4. Geht. Nächstes und Attack. Diese York da hat gerade unsere Futaka. Sagen wir mal, dass sie A verteidigen sollen. Oder York. Ah, eins unserer Schiffe, ein Kreuzer. Belfast bei mir, ist die Schorsch bei mir. Ja, die Schorsch ist die dahin kept. Sind doch genau gleich viele. Es ist gut. Sehr schön. Sie auch kämpft. Kaiser. Oh, nicht. Die gönnen mir aber echt gar nichts, bis auf diese paar Zitadellentrappe, die ich da gemacht habe. Ja, gleich. Down. Down. Down, 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 down. Down, down. Ja, ja. Schneller, schneller. Besser, besser, mehr, mehr. Guter, guter. Oh, wir führen von Punkt. Noch. Noch, aber nur mit 16 Punkten. Nicht sehr schön gerade. Kaiser kommt. Kaiser auf 11 Kilometer. Alles, alles heilen. Und die Granaten gehen rein. Und Boots 2-8. Yay. Okay. Wir haben 2 Punkte. Das ist schön. Oh, unsere Schorsch hat die Nürnberg, die ich vorhin vorgehittet habe, zerstört. Und die Kaiser schießt auf mich. Leichte Streuung ab. Ja, 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 ist ja gut, Kaiser. Ist ja gut. Und gut. Abpraller. Abpraller. Das wird jetzt auch abprallen. Oh nee. Nur ein Turm kaputt gemacht. Sorry. War nicht meine Absicht. Das Einzige, was mit in New Mexico nervt, ist die Geschwindigkeit. Prallt wirklich alles ab. Ist geil. Ist nice. 3, 2, 1 und boom. Und wenn sie jetzt nicht down ist, sie ist jetzt. Das würde ich noch machen, aber dafür hat der König jetzt auch. Gönn ich ihm. Und jetzt gegen 2 Kreuzer. Die ganzen Schlachtschiffe sind hier hin. Das heißt, wenn die nicht gerade in der Reichweite aufpoppen, habe ich ein Problem. Okay, hier irgendwo muss das Flugzeug sein. Irgendwo da. So. Ah, da oben. Da oben in der Bereich C. Da muss auch was machen. Hier. Schorsch. Gut gespielt. Ist entweder eine Leander oder eine Kirov. Und das der Fighter von der York. York. Ah, Cap zurückgesetzt. Schön, schön. Richtung Cap fahren. Soll nicht mehr schaffen, aber. Ja, gut. So. Schorsch hat noch 1000 Leben. Schorsch wurde zerstört. Verstanden. F5. Nachricht. Ich habe wohl nicht die Reichweite, um dahin anzukommen.
Und ja. C gehört den Gegnern. Aber wir haben immer noch 300 Punkte vor. 220, sage ich jetzt. Warte, ich rechne kurz. 500. 250 Punkte Vorsprung. Ich krieg keine Kämpfpunkte mehr ab. Was macht unsere New York da? Was kommt das? Unsere König fährt mit. Da, König, deutsches Schlachtschiff. Habe ich noch nicht. Bin ich sehr traurig, weil ich Kaiser noch für Pelabade aufbewahre. Er nicht mit meinen Fünfern mit muss. Ich habe kein einziges Mal meine Heimatschaft benutzt. Ich habe sehr wenige Leben verloren. Wo ich es gerade sage, taucht. Und die Lande ist gerade zu einer guten Position. Wieso ist diese Insel da? Kiro. Fast nimmt sich ein. Kirov fährt in meine Schüsse. Ein Treffer, 1050 Schaden. Wie mehr? Jetzt könnte es sein, dass ich ein paar Schüsse gleich kassiere. König? Hey, jetzt hat er genauso viel Gis wie ich. Unfair. Belfast nimmt sich ein. Vibo 18. 83.000 Schaden gemacht. Sonst mache ich 50.000, aber jetzt mal 83.000. Immer wenn ich aufnehme, mache ich gute Runden. Das trifft auf. Der Sieg ist in Sicht. Die Leander versteckt sich natürlich, damit wir sie nicht zerstören, aber bringt nichts. Leider, leider für dich, Leander, liebe Leander. Kann sich auch gleich zeigen, dass das Spiel schnell vorbei, dann kannst du schnell mit dem neuen Schiff rein. Genau. Hier ist ein bisschen Nebel. Fahr ich mal rein. Damit ich nicht mehr entdeckt bin. Apropos nicht mehr entdeckt. Wir haben was entdeckt. Jetzt stoppe ich mal. Aus ist leer. Ah, 14.000. Danke für die fast 100.000 Schaden. Mir fehlen noch 1.900. Ich werde die aber nicht mehr zu Gesicht bekommen. Scorpion Schaden, nee, kostet unnötig Credits. Credits brauche ich. Übrigens für meinen zweiten Tier 7er, die Mahan. Endlich habe ich sie freigespielt. Freue mich schon drauf, sie endlich beim Haus zu haben. Aber es fehlt noch an 1,5 Millionen Credits. Oder 1,9. Das ist nicht schön. Elfers kriegt jetzt die Leander. Ich kenne so ein Elfers schon relativ gut. Vielleicht wird sie jetzt aber auch zerstört. Sieht eher so aus. Ah, Leander. Machst du es wirklich so schwer? Es ist doch nur schon ein sicherer Win. Und sowieso eine Königin auf der anderen Seite in Mexiko. Da kommt in New York. Die jetzt auch sich mal entschieden hat, herzukommen. Der Nebel muss auch irgendwann aufhören. Und noch eine Minute zu spielen. Mit den 100.000 Schaden wird's heute nichts mehr. Aber vielleicht irgendwann anders mal. Geschützt ist schön langsam. Bleib drehen so schön langsam. Zeig dich. Ja, genau so. Und es wird doch noch was damit. Ernsthaft? Geschosse sind kurz vorm Schiff. Ich habe die nicht mehr getroffen.
aber immerhin relativ gut. Sieg. 98.151 Schaden, 5 Zitadellentreffer, 43 normale Treffer, einmal Ausfälle, 2 zerstört, 1 Zieltreffer der Sekundärartillerie, ein paar Aufträge noch weitergemacht, Ausbildungslader, Lager und so weiter. 161.000 Credits, wenn ich so weiterspiele und immer so viele Credits kriege, habe ich die mal bald. 3,332.000 EP und 167 freie. Manchmal mache ich nur 167 EP im ganzen Gefecht. Ich bin Zweiter nach der George, oder wie sie auch immer ausgesprochen wird. 23.000 an New York, davon 20.000 mit einer Salve. Ja. Dann die Kongo, habe ich auch, glaube ich, ein Zitadell. Der Nürnberg, die zwei Zitadellen. Und der Kaiser, eine Zitadelle und normaler Schaden. Leander, auch nochmal eine Zitadelle. Gneisenau, normale Schaden. Atlanta, auch diese Overpanel. Die Kyrov habe ich aber angehittet. Die York habe ich auch mal angehittet, aber nicht beschädigt. Und durch Artillerie habe ich von der Sekundärartillerie ein Treffer für 495 Treffer bekommen, für 495 TP bekommen, hat sehr doll wehgetan. Von der Hauptartillerie der Kaiser, frontal, alles abgeprallt, boing, down und so weiter. Bei Kreditpunkten und den EP hätte ich mit Premium sogar fast 5000 EP gemacht, habe aber leider kein Premium. Durch ein Signal habe ich plus 50%, also nochmal plus 833. Und nochmal plus 50%, nochmal 833. Bei den Kapitänserfahrungen habe ich mal wieder ein paar gemacht, nämlich um genau zu sein 8.800, die gar nicht an den Flaggen, die ich verbaut habe. Hätte sogar 13.000 gemacht, hätte ich Premium gehabt. Hab kein Premium. Im Allgemeinen war es eine sehr schöne Runde. Ich zeige euch jetzt mal kurz, dass ich endlich die Mahan freigespielt habe. Zurück zum Hafen. Lädt gerade. Da. Sieg. New Mexico. Für die New Mexico brauche ich jetzt nur noch 41, 71, 31.000 EP. Das ist schön. Aber hier. Mahan. Muss ich mir jetzt noch für 1,8 kaufen. Aua, dieses Geld tut weh. Aber sei es drum, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch allen noch einen schönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag, je nachdem, an welchem Tag ihr dieses Video guckt. Verabschiede mich bis zum nächsten Mal und damit ciao.